und herzlich willkommen zum Video über den Satz vom Nullprodukt. Ein Produkt hat ja die Form irgendwas mal irgendwas anderes. Und Nullprodukt heißt es deswegen, weil dieses Produkt gleich Null sein soll. Also der Satz vom Produkt gleich Nullprodukt. Und deswegen hat man den ersten Teil von dem langen Wort gerade eben im letzten Satz weggestrichen. Das hier gilt immer dann, wenn einer von den beiden 0 ist. Also entweder A ist 0, dann steht da 0 mal B ist gleich 0. Wenn ich nichts, also kein mal B habe, habe ich nichts. Wenn man natürlich davon ausgeht, irgendwie, dass man auch keine Haare auf dem Kopf hat. Gut, also entweder ist A 0 oder B ist 0, dann steht da A mal 0 ist gleich 0. Eigentlich heißt das dann in diesem Fall 0B und in diesem Fall heißt es 0A. Wir haben kein A. Das heißt ja nicht, wir haben kein H. Gut, genug gekalauert. Das gilt natürlich auch, wenn beide 0 sind. Also 0 mal 0 ist auch gleich 0. Gut. Ja, das ist aber auch tatsächlich nur der Anfang. Denn wir haben diesen Satz vom Nullprodukt, den finden wir in mancher Aufgabe wieder. Zum Beispiel, wenn wir die Nullstelle einer ganz rationalen Funktion suchen. Nehmen wir mal eine einfache x² plus x. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, x² plus nix ist ja, x² plus x ist ja x² plus 1x und hier hinten steht plus 0. Jetzt könnte man das ja auch mit der PQ-Formel oder mit der Mitternachtsformel machen. Aber es geht auch schneller und das ist so, wenn wir 0 gleich x² plus x, da brauchen wir halt tatsächlich den Satz vom Nullprodukt. Basisvideo ausklammern, faktorisieren zeigt, dass wenn eine Summe da ist, hier steht ja ein Plus, zwischen zwei Termen mit einem x und dieses ist ein x Quadrat, also eigentlich x mal x und dieses hier ist nur ein normales x, dann können wir das x mit dem niedrigsten Exponenten, in diesem Fall x hoch 1, ausklammern. Also können wir schreiben x mal, da kommt jetzt das Produkt, x plus 1. Zum Ausklammern ansonsten gerne nochmal auf dieses Basisvideo schauen. Jetzt haben wir hier ein Produkt, das ist so wie a mal b. Das bedeutet entweder a kann gleich 0 sein oder b kann gleich 0 sein. Und in dem Fall ist natürlich a ist das x, also entweder kann x gleich 0 sein, das nennt man auch manchmal den ersten Fall. Das heißt die erste Nullstelle, man nennt das auch dann x1. Und das andere ist, wenn x2 plus 1 gleich 0 ist. Denn das ist ja dann die zweite Nullstelle, wird dadurch repräsentiert. Jetzt können wir das hier noch auflösen, minus 1, dann steht da x2 gleich minus 1. Mit der PQ-Formel kommt man auf die gleichen Lösungen. Gut, das ist jetzt die eine Sache. Wie erkennen wir das sonst grundsätzlich? Nehmen wir mal hier oben nochmal das Ding, was wir gerade eben hatten, x2 plus x. Das funktioniert natürlich auch x2 plus 2x oder 2x2 plus x oder sonst irgendwas. Aber zum Beispiel auch bei 0 ist gleich x hoch 4. Plus 3x hoch 3 plus 2x. Wichtig ist nur, oder 2x hoch 2, nehmen wir mal ruhig 2x hoch 2. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie viele Summanden da sind, sondern nur, dass jeder Summand tatsächlich diesen Teil hat, den man ausklammern kann. Und dann nimmt man hier auch wieder das x mit dem niedrigsten Exponenten, schreibt das vor die Klammer, macht ein Malzeichen hin und jetzt teilt man jeden dieser Summanden durch x². X hoch 4 durch x² kann man kürzen oder nach den Potenzgesetzen verrechnen, ist x², also hier x². 3x hoch 3 durch x² ist 3x hoch 1 oder 3x. Und 2x² durch x², da kann man das x² dann wirklich ganz wegkürzen, dann bleibt da noch eine 2 stehen. Und auch hier können wir wieder den Satz vom Nullprodukt aufschreiben. Das heißt, wir können hier schreiben, x² ist gleich 0. Können wir die in die Wurzel ziehen. Dann steht da x gleich 0. Oder dann schreibt man auch gleich x1 gleich 0 hin. Und dann kann man als nächstes x² plus 3x plus 2 gleich 0 hinschreiben, macht man noch die PQ-Formel dazu und dann kriegt man noch x2 und x3 raus, wenn das Teil denn dann Nullstellen hat. Können wir ja ruhig hier kurz mal probieren. x2, 3 schreibt man dann hin, ist gleich negative Hälfte von 3 ist minus 3 halbe. Ansonsten da nochmal das PQ-Formel-Video angucken, plus minus Wurzel aus. Hier kommt das Quadrat von diesem Teil hin, das heißt immer eine positive Zahl. 3 halbe zum Quadrat ist 9 Viertel. Man quadriert einen Bruch, indem man Zähler quadriert und den Nenner quadriert. Und dann steht hier noch minus 2. Das zusammen ist ein Viertel. 9 Viertel minus 2 ist ein Viertel. Und die Wurzel aus ein Viertel ist ein Halb. Und dann ist tatsächlich x2 gleich minus 3 Halbe plus ein Halb ist minus 1. Und x3 ist gleich minus 3 Halbe minus ein Halb ist minus 2.
Gut, das kann man natürlich auch noch mit mehr Sachen machen. Man kann auch zum Beispiel, was in einem anderen Video noch mit angeklungen ist, das werde ich aber auch verlinken, beziehungsweise wird das einfach verlinkt, wenn wir sowas hier stehen haben. 0 ist gleich x mal x plus 1 mal x minus 2 mal x plus 3. Dann ist das eine ganz rationale Funktion 1, 2, 3, 4. Grades. Und wir können hier die Nullstellen sofort ablesen. Denn nach dem Satz vom Nullprodukt ist ja auch dieses Produkt hier gleich 0, wenn einer dieser Faktoren 0 wird. Das heißt, wenn x gleich 0 ist, an dieser Stelle steht dann 0 mal Klammer mal Klammer mal Klammer und dann haben wir gar keine Klammer mehr. Oder halt das sind die 0 hier. Oder was müssen wir hier einsetzen, damit der ganze Term hier 0 wird? Minus 1. Hier müssen wir plus 2 einsetzen und hier minus 3. Das heißt, wenn eine Funktion in dieser Form gegeben ist, können wir sofort die Nullstellen ablesen. Das soll es aber auch von diesem Video dann hier gewesen sein. Unter Zeigen des Schildes verabschiede ich mich wildestes. Tschüss.